So, meine Freunde, es ist wieder Zeit für ein Fitbit-Vlog, also ein Diät-Vlog. Ich zeige euch erstmal meine Form. Ich habe jetzt 2 Tage in Folge die 74er-Marke geknackt, also 74,9 hatte ich schon, 74,7 oder so. 2 Tage in Folge, also es läuft. Aber ich habe vor einer Zeit stagniert und das werde ich heute in dem Video euch zeigen, was ich auch oft zu meinen Kunden sage. Wenn ihr jetzt mal 10 oder 12 Tage stagniert, man soll nicht zu früh Sachen ändern. Ja? Manche, die geraten in Panik, wenn sie 5 Tage nichts passiert ist, die essen dann noch weniger und machen noch zusätzlich Cardio. Ja? Ist ein Fehler, vor allem beides auf einmal. Immer nur minimal was ändern, ja? Damit das Defizit nicht zu groß wird. Ja? Ich habe fast, wir werden das später sehen, in meiner Auflistung von FTDB. Ich zeige euch jetzt kurz die Form. Es wird auf jeden Fall besser. Ich glaube, heute hatte ich 74,7. Das sehen wir ja später. Ich habe es ja notiert. Ihr seht, Bauch wird auch immer besser. Kommen schon. Man sieht nur minimale Streifen jetzt schon, aber ja klar, es dauert halt noch. Ihr könnt ja noch mal vergleichen den ersten. Das erste Video, da habe ich schon noch einen Kessel hier hängen gehabt. Naja, ich bin auch selber aufs Endergebnis gespannt, weil was ist anders zu anderen Diäten? Klar, diesmal mache ich es mit Fitbit, aber das läuft. Also. Und ich trainiere nicht mehr so oft, also nur noch jeden zweiten Tag und mache die Grundübungen nicht. Also kein Kreuzheben, keine Kniebeuge, Beinpresse geht auch noch nicht wegen meinem Sprunggelenk. Ja, aber der Bauch kommt auch langsam. Naja, schauen wir mal, das langt. Genug gezeigt. Das heißt, ich zeige euch das später, dass ich halt auch stagniert habe und da mir nicht gleich in die Hosen mache und da zu schnell was ändere. Ich sage immer erst ab dem 14. Tag. Ja? Ich habe auch als Gewichtssprünge von 1,5 Kilo vom einen Tag auf den anderen. Es kommt dann auch immer darauf an, wann man isst, ja, wie groß die Menge war, die letzte. Und ja, und Subs werde ich dann auch noch durchnehmen. Ich habe ja gesagt, in einem Video werde ich dann das erwähnen, weil ich nehme zwar schon viel, aber nicht alles ist notwendig, sage ich mal. Ja. Ich zeige euch dann, auf welche ich nie verzichten würde, welche ich vielleicht nur in der Diät nehme. Und ja, das gehen wir später durch. Ich habe jetzt eh noch hier 3 Pakete, die ich öffnen muss. Das zeige ich euch dann auch noch, was ich bekommen habe. Teilweise sind auch Subs dabei. Und ja, also bis gleich. Hier habe ich einmal, das wird jetzt Gerstengras, da bin ich nicht sicher, was genau drin sind, ob Pulver oder Tabletten. Hier sind meine Ersatzsüßigkeiten, Koro. Und hier sind dann die Subs drin. Ich mache es, blende es mal dann kurz ein. Hier zu viel Natur in einem Paket. Sogar Stroh da, was das ist hier. Ja, wie ich mir schon gedacht habe, es ist sogar beides. Einmal Pulver und einmal die Tabletten. Ja, ich glaube, die Tabletten sind teurer und das ist nur so ein Aufstrich. Ja, bei denen habe ich jetzt auch mittlerweile einen Code bekommen seit Anfang der Woche. Dann kann ich mal einblenden. Es ist so mein Süßigkeitenersatz, ja. Und Superfoods halt auch. Zum Beispiel Goji und Chia nehme ich eher wegen Gesundheitsaspekt. Vom Geschmack her jetzt nichts Besonderes, aber so diese Apfelstücke oder Mango, das schmeckt halt richtig. Also da lasse ich, wie gesagt, da fahre ich lieber mit sowas, also da haue ich mir lieber sowas rein wie irgendwelche Süßigkeiten. Acai-Bibel sind auch geil. Und Kokoschips. Wer Kokosmus kennt, ja, der wird die Teile auch lieben. Die mache ich ja auch immer auf die Post-Workout-Bombe. Und das esse ich natürlich auch in der Diät. Ja. Ich werde halt wieder oft gefragt, was Produkte für Diät oder für Aufbau. Ich ändere wirklich nur die Menge von meinem Essen. Ist eigentlich alles gleich. Dass ich vielleicht beim Aufbau etwas höher gebe im Fett. Ich hatte ja auch mal einen Selbsttest gemacht, wo ich 100 Gramm Fett am Tag gegessen habe. Die Kalorien dann gleich gelassen. Und dafür ein bisschen die Kohlenhydrate reduziert, hatte dann trotzdem noch immer 400-500 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und nichts passiert, alles gleich geblieben. Also nur die Menge, ja, ich sag's ja immer wieder, die Menge macht das Gift. Ich bin so Subs, aber ich habe mir halt diesmal
ihr seht, nur einmal ein Whey genommen und mehr Riegel wie alles andere sonst, außer hier. Das werde ich dann auch mal in so einem Video zeigen. Das sind so Tassenkuchen, Raffaello-Geschmack. Und so eine Portion hat gerade mal 200 Kalorien. Low Fat und Low Carb, glaube ich auch. Aber proteinlastig halt. Das zeige ich ja mal kurz, so eine Anleitung. Ja, das war's schon. Ich will eigentlich jetzt nichts mehr zeigen, weil ich ändere halt wirklich nichts der Diät, nur die Menge. Ja, ich hau mir jetzt auch Barbecue-Soße rein. Ja, das gibt wieder so wie so eine Post-Workout-Bombe, eine Schüssel. Hier meine zwei Toast mit Rohschinken und Käse. Barbecue-Soße drauf. Das war's, klar. Ihr habt bestimmt auch gesehen, ich sag's, auch wo ich die Fitness-Meals, wenn ich die esse. Es ist Wurst in dem Sinn. Die Kalorien stehen mal ganz oben. Dann die Makronährstoffverteilung. Und das Timing würde ich jetzt eher an dritter Stelle sehen. Deshalb, aber ich sag dann später noch was am PC dazu, wenn wir den Verlauf sehen bei FTDB. Ich zeige euch das mal so. Der Anfang war ja hier, so beim 13. glaube ich, 13.1. 78,2, dann ging es ziemlich zügig gleich runter. Ja. Ab und zu war mal so 74,9 Ausreißer. Ich habe hier schon viele Ausreißer. Wo es dann als bis zu 1,5 Kilo Unterschied war. Seht ihr mal hier den Unterschied? Ich will euch noch verdeutlichen, ihr müsst halt täglich wiegen, ja? Jetzt überlegt mal, so einen Ausreißer habt ihr, wenn ihr euch nur einmal die Woche wiegt, dann denkt ihr, oh geil, 1,5 Kilo runter. Ja, dabei war es nur ein kleiner Ausreißer. Am nächsten Woche habt ihr dann auf einmal wieder mehr drauf und ihr müsst jeden Tag. Und ich sag mal, hier habe ich gedacht, oh, es stagniert. 76, 75 und hier habe ich dann nochmal die 2x74. Das heißt, seit ich die Diät mache, es war niemals zweimal hintereinander 74 gestanden. Hier war mal eine 74,9, hier auch mal. Ja, was als gut ist, hier habt ihr ein Diagramm. Also ich klicke hier das Diagramm an, das ist jetzt ein Jahr, klar, hoch, runter. Hier klicken wir jetzt einen Monat an. Ja, okay, man sieht schon, hoch, up and down. Ich klicke immer den Trend an und weiß, rip. Ihr seht, hier war es so, wo ich gedacht habe, ey, es stagniert, aber im Endeffekt geht es trotzdem runter. Ich habe natürlich an Fasnacht, wo das war, habe ich ja auch, was heißt gecheatet, natürlich habe ich was getrunken und ich sag mal Schrott gegessen, ja. Also die Tendenz geht, Fitbit-Diät läuft, wie gesagt, so circa 500 Kalorien Defizit, wo ich fahre, das sage ich jetzt auch noch ein paar Worte dazu. Ach, was ich vorhin gesagt habe, von wegen, ist egal, was man isst. Nicht, dass das jetzt manche falsch verstehen. Es war darauf bezogen, weil ich halt jetzt manchmal zum Beispiel Fit-Taste-Dinger esse oder meine Post-Workout-Bombe oder halt, egal auch was, an erster Linie stehen die Kalorien. Ja, es ist dann natürlich, ich gehe immer davon aus, dass man sich schon gesund ernährt. Halt die Basics drin hat, so wie es halt immer vorlebt, sage ich jetzt mal halt. Bei mir ist halt alles abgedeckt mit dieser Post-Workout-Bombe und diesen zwei Toast. Ich habe da genug Gemüse mit den zwei Toast, habe dann genug Obst und so, genug an Vitaminen mangelt es nicht bei dem ganzen Superfood, was in der Post-Workout-Bombe drin ist. Ja, die Ballaststoffe, Haferflocken, was ich halt alles reinhau, ja, da ist alles abgedeckt. Ja, was ich halt damit sagen wollte, was ihr esst, ich habe gemeint, die Kalorien stehen vor der Makronährstoffverteilung. Was bringt euch die beste Makronährstoffverteilung? Wenn ihr im Überschuss seid, dann nehmt ihr ja nicht ab, dann nehmt ihr ja zu. Entschuldigung. Ja, das hatte ich eigentlich vorhin damit gemeint. Ja. Was ich noch eingeben wollte, genau wegen dem Defizit. Klar, es ist durchschnittlich 500 Kalorien Defizit, aber es sind Tage bei mir auch dabei, an denen ich vielleicht nur 300 Defizit habe. Das heißt 200 zu wenig. Dann schlage ich die natürlich drauf. Wenn ich nur an einem Tag 300 gehabt habe, dann schaue ich, dass ich am nächsten Tag Defizit von 700 fahre. Und es ist genauso. Das war gerade falsch gerechnet. Wenn ich jetzt nur 300 Defizit hätte, ja, war schon richtig gemeint. Wenn ihr ein Defizit von 300 hättet an einem Tag, dann am nächsten Tag halt 200 mehr, also 700 Defizit.
Umgekehrt, wenn ihr ein zu hohes Defizit habt, passiert ja auch mal voll im Laufe des Gefechts, habt ihr trotzdem mehr Bewegung oder seid dann, musstet noch in die Stadt oder irgendwo und merkt dann, oh, jetzt habe ich aber 800 Defizit und ihr habt keinen Hunger. Ihr müsst euch dann nicht, also ich mache das so, ne? Das ist ja dann nicht so, wenn ich dann abends keinen Hunger mehr habe und merke, wow, 800 Defizit, dann haue ich mir die nicht auf Teufel komm raus rein, weil ich hebe mir die dann auch für den nächsten Tag. Da habe ich vielleicht weniger Aktivität und habe dann 300 Kalorien mehr offen. Das heißt, ich mache dann nur noch 200 Defizit. Ja, das war jetzt mal nur so ein Tipp am Rande. Ihr müsst nicht immer versteift diese 500 jeden Tag so einhalten. Ja, es geht auf die Bilanz, also auf die Wochenbilanz. Ja. Der Körper funktioniert nicht in 24 Stunden. So, das war's. Ihr seht, es geht voran. Klappt alles. Ich schaue, wenn das Video jetzt nicht zu lang ist, mache ich unten noch diesen Cupcake, Tassenkuchen und ja, ansonsten, mal sehen, wie es von der Zeit her passt. Ansonsten, alles Gute, Leute, wir sehen uns. So, das machen wir doch noch kurz. Also, da steht 50 Milliliter Wasser oder Milch in 50 Gramm Pulver in eine Tasse geben, eine Minute in die Mikrowelle. Das heißt, ich habe es hier schon vorbereitet. Ich mache es mit Wasser. Ich habe hier selten Milch offen, deshalb werde ich jetzt Wasser verwenden. So, das Ganze ist angerührt und kommt jetzt für eine Minute in die Mikrowelle. Das gute Teil, das tue ich jetzt auf den Teller drauf. Da ist das gute Ding, das dampft noch. So ein Vulkan. Lasse ich abkühlen und ich sage euch später noch, wie es geschmeckt hat und ich könnte jetzt schon reinbeißen, aber es ist zu warm. Das mit den Subs machen wir dann beim nächsten Defi-Vlog, das wird sonst zu lange. Bis dann. Ja, ihr seht's, Leute. Geschmack, Kokos, ist eh Favorit von mir. Ich hau mir jeden Tag Kokosprodukte rein. Coole Sache. Wie gesagt, das ganze Ding hat gerade mal 200 Kalorien. Low Fat, High Protein. Wir sehen uns.